Bleib du mal stehen, Siri. Ich will doch nur, dass du vorbereitet bist. Worauf? Ich hatte noch nie eine Freundin. Und solange ich diese Türklinke im Gesicht habe, wird sich das auch nicht ändern. Zu deiner Zeit war es ja offensichtlich egal, ob man mit so einer Rübe rumläuft. Aber heute kannst du einfach nicht mehr so scheiße aussehen. Vielen Dank. Die ganze Kacke ist schon schwer genug für mich. Und sie wird nicht leichter, wenn die eigene Mutter einem auch noch Unterricht im Moralsex gibt. Ja, Entschuldigung. Entschuldige bitte. Seit wann verstehst du keinen Spaß mehr? Ich muss los! Ich hab dich lieb, du Arsch! Bisschen spät, wenigstens war deine Nase wirklich, Mann. Ey, wo lässt du deine Nasenhaare mähen? Du willst aber auch, die ganze Luft wegzuatmen. Als dein Zicken heute aus dem Haus ging, konnte man es bei Google Earth sehen. Hier sitzt Titi. Danke. Da sitzt auch Titi. Nee, sitzt sie nicht. Riech mal, was ich denke, Gonzo. Wir haben keinen Bock auf dein Rotzmassaker hinter uns. Also geh mit deinem Kolm auf den Behindertensitz, ja? Sorry, ist da noch frei? Danke. Lizzie! Test, test. Alle nochmal herhören, bitte. Das hier ist Roxane, eure neue Mitschülerin. Herzlich willkommen. Vielleicht möchtest du irgendetwas sagen. Hallo. Nennt mich Roxy. Frage, wieso kommst du mitten im Jahr zu uns? Ich bin in England vom Internat geflogen. Foxy, eine Frage. Dein Mund ist ziemlich groß. Wie viele Eier passen da rein? Keine Ahnung, wie viele Eier passen denn in dein großes Maul? Meine Fresse, was eine Braut. Wir müssen mal über Benno sprechen. Keine Angst, Arschlöcher erkenne ich sofort. Nee, Mann, du unterschätzt ihn, der ist gefährlich. Bis jetzt auf mich aufpassen. Mann! Ich erzähl dir okay, mal was. Okay, Sendepause. Wenn Mirachi gegeben ist, kannst du dich gleich verpissen. Das brauche ich echt nicht. Ich habe schon genug Leute, die mir sagen, was ich tun soll. Ich mag dich, aber wir Freunde sein wollen, keine Ratschläge, keine Besserwissereien, keine Tipps, gar nichts. Das können wir das gleich lassen. Hey, redet ihr über mich? Ja, ich habe gesagt, was für ein Arschloch du bist. Ja, aber ein ganz liebes Arschloch. Ich kann selbst auf mich aufpassen, okay? Und das ist die Mauer, die von 1961 bis 1989 Berlin geteilt hat. Wer von euch kann mir sagen, von wem sie gebaut wurde? Hitler! Trump! Oh, Hitler! Oh mein Gott, du denkst so wie ich! Oh, wir sind krass, die vietnamesischen Zwillinge! Brustmuskeln, check. Bizeps, check. Warum ist dieser Typ da im Spiegel so fresh? Ich hatte noch nie eine Freundin. Und solange ich diese Türklinke im Gesicht habe, wird sich das auch nicht ändern. Lass mich los, ich bin krank! Kann ich einsteigen? Dein Mund ist ziemlich groß. Wie viele Eier passen da rein? Wie viele Eier passen denn in dein großes Maul? Meine Fresse, was eine Braut. Nennt mich Roxy. Cyril. Bist du noch Jungfrau? Sieht man das? Das ist die Mauer. Wer von euch kann mir sagen, von wem sie gebaut wurde? Trump! Oh, Hitler! Wie ist er? Etwas von Hauptsicherung, wenn du mich fragst. Hi. Hey, hä? Schlossen weg von meinen Sachen. Und die Maske ist tabu, kein Wort zu niemandem. Ich mach nicht mal ernst und du machst nichts daraus. Die Maske macht mich nicht aus, sieht nur Macht auf dich aus. Du bist wie schimmliges Gemüse, ich mach mir nichts draus. Du warst der Hammer gestern. Hä? Roxy hat sich in dich verknallt. Digga! Roxy hat dich mit meiner Maske gesehen. Hey, der Benno, ne? Der will die Foxy ficken. Mit Videobeweis. Ich stell das Foxy-Video auf YouPorn. Was? Er will sie ficken, bumsen, flachlegen, einlochen, wegflanken, in Beugehaft nehmen. Ich nehme sie gleich in Beugehaft. Mann, du musst um ihre Liebe kämpfen. Aber das wird nicht einfach. Du übernimmst die Musik und ich die Worte. Dein Handy. Du malst mit Lippenstift ein Hulka. Du hast jeden Tag Geburtstag. Bunte Blume. Das schönste Mädchen der Welt kriegt Plüschaugen in deiner Nähe. Und du rennst einfach weg. Ich hab Angst. Fängt mein Kopf an zu drehen. Es gibt viele, doch ich spür, du bist anders. Mich hast du doch nur vorgeschickt, weil du Schiss hast. Lieber, wo ich bin, geht die Welt und dann ich reiß alle mit. Und vielen Dank, dass du ständig mit mir abhängst. Du bist es. Immer wenn wir uns
hier mit Daumen und Zeigefinger zudrücken. Kannst du ins Vorspiel einbauen. Guck mal. Jetzt muss ich immer, wenn ich ein Kondom sehe, an meine Mutter mit einer scheiß Banane denken. Dankeschön.